Im Zuge des Landtagswahlkampfes besuchten am 1. Juni 2021 SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Spitzenkandidatin der SPD Katja Pehle den Salzlandkreis. In Schönebecks am Elbufer gelegener Weltradmanufaktur kam es zu einer Gesprächsrunde mit Ministerin Petra Grimbenne. Das ist eine wunderschöne Region, das ist hier auch ganz toll, an diesem Fluss, mit dem ich so viel verbinde, zu sein und gleichzeitig das schöne Wetter zu erleben. Für mich ist es auch großartig, dass wir jetzt sehen können, dass all die harten Maßnahmen, die wir in den letzten Wochen und Monaten miteinander ertragen mussten, jetzt auch Früchte tragen, dass die Infektionszahlen zurückgehen, dass wir allmählich wieder die Biergärten öffnen können. Und ich habe es sehr genossen, dass ich hier ein Bier trinken konnte in der Sonne. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für uns alle. In idyllischer Elbatmosphäre sprachen die Teilnehmer mit den Anwesenden über wichtige soziale Themen. Beispielsweise von kommunalen Finanzen über Pflege bis hin zu Kinder- und Jugendarbeit und Bildungsgerechtigkeit. Für mich ist wichtig, dass unser Land zusammenhält. Deshalb geht es um Respekt. Und das bedeutet, dass wir die Würde der Arbeit verteidigen müssen. Das hat was mit guten Löhnen zu tun, aber auch, dass man die ganz unterschiedlichen beruflichen Wege anerkennt. Und zum Respekt gehört aber auch, dass wir uns nicht die Welt erklären aus einer Stadt, einer Region in Deutschland, sondern dass wir die Vielfalt unseres Landes gut finden, dass wir sie unterstreichen und dass wir auch die ländlichen Regionen niemals aus dem Blick verlieren, in denen es ja auch darum geht, dass auch dort gute Arbeitsplätze sind und gute Lebensperspektiven, dass dort wunderbare kulturelle Einrichtungen und Institutionen ihre Arbeit machen können. Und das ist etwas, was mich sehr bewegt hat. Genauso natürlich jetzt die Frage, wie wir gegenüber denjenigen unseren Respekt zeigen, die in dieser Pandemie dafür gesorgt haben, dass unser Land durch die Zeit gekommen ist. Wir brauchen bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen für Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, für Altenpflegerinnen und Altenpfleger. Und wie es aussieht, kommen wir da ja jetzt ein Stück weiter voran. Aber das ist eine Aufgabe, an der wir noch lange was zu tun haben. SPD-Spitzenkandidatin Katja Pehle lagen besonders Themen wie Bildungspolitik und Pflege am Herzen. Nach der Landtagswahl müsse sich also viel ändern. Deshalb setzen wir darauf, tatsächlich an dieser Stelle auch einen Schritt weiter zu gehen und auch unsere Horte näher an die Grundschulen heranzuführen und vor allen Dingen auch den Ausbau von Ganztagsschulen. Wir setzen darauf und das wird die große Aufgabe in den nächsten Jahren sein, dass Bildung in Sachsen-Anhalt der Schlüssel zum Erfolg ist, eigentlich eine Binsenweisheit. Bei kommunalen Finanzen spricht Bundesfinanzminister Olaf Scholz über eine neue Stunde Null sowie Schuldentilgung. Ich möchte, dass die Kommunen in diesem Land eine bessere finanzielle Ausstattung bekommen und dass diejenigen, die viele Schulden aus der Vergangenheit mit sich rumschleppen, einmal eine neue Stunde Null bekommen, dass sie finanziell entlastet werden und durchatmen können und dann investieren können in ein gutes Zusammenleben vor Ort. Denn wir haben über 11.000 Gemeinden in Deutschland, wir haben 401 Landkreise und kreisfreie Städte. Da findet das Leben in Deutschland statt und da muss investiert werden. Da müssen auch genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Mit diesen Aussichten, auch im Hinblick der Landtagswahl am 6. Juni 2021, bleibt es abzuwarten und zu hoffen, was die Zukunft für den Salzlandkreis bereithält.